Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Großbritannien liefert der Ukraine schwere Kampfpanzer. Es würden 14 Challenger 2 geschickt, kündigte Premier Sunak an. In den kommenden Tagen werde mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten begonnen. Großbritannien ist das erste Land, das moderne Kampfpanzer an Kiew liefert. Der Challenger wird bislang nur von 2 Ländern überhaupt genutzt. Zahl der Toten in ostukrainischer Stadt Dnipro steigt. Nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein 9-stöckiges Wohnhaus sind Rettern zufolge bislang mindestens 21 Tote geborgen worden. Bei dem Angriff wurden zudem mehr als 70 Menschen verletzt. Die Suche nach Verschütteten geht weiter. Proteste gegen Justizreform in Israel. In mehreren Städten, wie hier in Tel Aviv, gingen zehntausende Menschen auf die Straße und demonstrierten gegen die rechte Regierung von Premier Netanyahu. Kritiker sehen durch seine Pläne zur Überarbeitung des Rechtssystems die Gewaltenteilung in Gefahr. Mindestens 68 Tote bei Flugzeugabsturz in Nepal. Die zweimotorige Maschine mit 72 Menschen an Bord war unweit des Flughafens der Stadt Pokhara verunglückt. Hinweise auf deutsche Passagiere gibt es bislang nicht. Hunderte Rettungskräfte sind bei den Bergungsarbeiten im Einsatz. Pokhara ist Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren im Himalaya. Erneut Sturm und Überschwemmungen im US-Bundesstaat Kalifornien. Eine neue Wetterfront brachte Starkregen und Schnee. Etwa 20.000 Haushalte waren ohne Strom. Präsident Biden rief für Kalifornien und Alabama den Notstand aus. In den vergangenen Wochen sind bei Unwettern im Südwesten der USA mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Das Wetter in Deutschland. Im Süden Regenfälle, sonst wechselnd bewölkt. Mit Schauern vereinzelt Gewitter. Im Bergland Schneeschauer. Dazu sehr windig, im Norden stürmisch. Höchstwerte von 2 bis 13 Grad.